Tage, da denke ich, soll ich jetzt einfach ein Glas Pillen einwerfen, damit es überstanden ist? Aber ich tue es nicht. Deinetwegen. Als zwei Geschwister brutal ermordet werden, scheint der Täter schnell gefunden. Internatsschüler Bjarne gesteht die Tat und wandert für einige Jahre hinter Gitter. Was weißt du über Internate? Da schickt man seine Kinder hin, wenn man keine Lust hat, mit ihnen zusammen zu sein. Doch irgendetwas scheint faul an der Sache. Bjarne zählt zu einer verwöhnten Clique, die dem spießigen Schulalltag dadurch entflieht, indem sie an den freien Sonntagen loszieht und wahllos Menschen misshandelt. Hat Bjarne den Doppelmord wirklich allein begangen oder ist eine Gemeinschaftstat der Clique eskaliert? Kimi Lassen, sie war 94 Zeugin eines Doppelmords. Und wenn sie schon tot ist? Oder verheiratet? Ist da ein Unterschied? Wir glauben, dass es Schüler aus dem Internat Griffenholm waren. Ich will ihnen helfen. Sie ist genauso schuldig wie die anderen. Kimi hat versucht, die Wahrheit zu sagen. Du gehst zu weit, Karl. Wie können das? Ich gebeten, mitzukommen? Der Kopenhagener Vizekriminalkommissar Karl Morg und sein Assistent Assad rollen den Fall 20 Jahre später neu auf. Unterstützt wird das bis dato zweiköpfige Sonderdezernat Q erstmalig von der neuen Assistentin Rose Knudsen. Hey, warum dieser Fall, Karl? Wir haben über 50 unaufgeklärte Fälle, mit denen wir seit Monaten fertig sein sollten. Karl, die machen uns das Sonderdezernat Q dicht. Zuerst waren wir nur Scheiße und jetzt sind wir ein verdammter Witzmann. Der Vater hat mich gestern nach der Feier angesprochen. Er wollte, dass ich mir den Fall ansehe. Aber ich habe ihn weggeschickt. Wenig später lag er da mit aufgeschnittenen Pulsadern. Es war großartig, nach Erbarmen wieder in die Rolle des Karl Morg zu schlüpfen. Schändung ist ja die zweite Verfilmung der Romanreihe von Jussi Adler-Olsen. Und es geht wieder darum, einen Fall aufzuklären, der viele Jahre zurückliegt. Denkst du, ich weiß nicht, wer du bist? Bist du erledigt. Leinwanddebütantin Johanne Louise Schmidt bringt als kecke Rose zu dem frischen Wind in die muffigen Kellerräume des Dezernats und ihr Einverständnis mit Assad, der wie sie nur den Kopf über Karls ewig schlechte Laune schütteln kann, sorgt für einige Lacher. Willkommen. Danke. Das wird sicher kuschelig mit uns. Ist schon jetzt so, dass Assad und ich einen sehr guten Draht zueinander haben. Haben wir. Stimmt doch. Ja.